Hallöchen, heute mal ein bisschen eine andere Kameraperspektive. Ich will das jetzt mal so ein bisschen probieren, jetzt ein bisschen eine andere Perspektive reinzukriegen, dass man ein bisschen mehr erkennt, weil das von oben drauf ist immer so ein bisschen, naja, egal. Worum es heute geht, habt ihr ja eigentlich schon gelesen. Es geht um diesen Sack. In diesem Sack ist ein Pullover drin, der von mir ist, also ich habe den quasi designt in meinem Shop. Viele kennen den wahrscheinlich schon. Und zwar ist der Shop bei Spreadshirt. Da kann man halt Designs von mir auf T-Shirts machen oder fertig designte T-Shirts benutzen. Das ist jetzt hier ein Pullover. Riesen Logo, wenn ihr jetzt hier mal meine Hand dazu seht, und ich habe schon eine riesen Hand. Also ist jetzt ein Pullover für mich, XL. Riesenlogo, fast über den kompletten Rücken, wie man hier sieht. Und extrem geiler Druck, muss ich sagen. Also ich hatte ja von der Silver Sea gehört, dass bei den Polohemden, dass das wohl irgendwie nicht so toll sein soll. Aber wenn ihr euch hier die Farben anseht, genau so habe ich das gemacht. Also bin echt begeistert. Die Ränder sind extrem krass. Sauber verarbeitet. Also man sieht eigentlich keinen Rand. Also es ist richtig geil. Die Qualität vom Pullover ist auch geil. Der Pullover kostet jetzt, hier sieht man es nochmal, der Pullover kostet mit dem großen Druck 33,50 € glaube ich. Finde ich ist total angemessen. Also keine Ahnung, viele finden immer, dass es relativ teuer ist und denken, dass ich da die Preise mache, aber ich habe da leider keinen Einfluss drauf. Da die Preise werden bestimmt natürlich vom Produkt selber, also von dem Pullover selber und natürlich von der Größe und von der Art des Druckes. Und da meine Designs alle nur im Digitaldruck hergestellt werden können, also ich will es auch nur so, weil nur so kommt halt die Qualität komplett rüber, also wird auch nicht verzerrt oder unscharf oder irgend sowas. Ja, T-Shirts sind die meisten, sind so bei 22 €. Finde ich es persönlich völligst normal. Also meisten T-Shirts, die ich privat trage, ohne jetzt mit irgendwelchem erzähle, die sind teurer. Also von daher sehe ich da jetzt nichts Schlimmes dran. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr Interesse habt, muss ja nicht unbedingt mein Logo sein. Das habe ich extra mal gemacht aus Spaß, so ein Retro-Logo. Ja. Wenn ihr irgendwie eigene Logos haben wollt oder so, ich habe ja schon einige gemacht für andere Erzähler, wie zum Beispiel, wer war denn alles dabei? Sander Orsi und alle so eine Kanäle und solche Truppen, Bash-Truppen, für die habe ich so eine T-Shirts und sowas schon gemacht. Das ist gar kein Problem. Einfach anschreiben und ja, dann wird das was. Das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Viel kann ich euch daran jetzt nicht so zeigen. Ist ein stinknormaler Pullover. Extra in Braun mal gewählt. Mal was anderes. Und ja. Als nächstes wird ein Unboxing kommen. Was euch ziemlich überraschen wird. Mal schauen, wann das denn da ist. Ja. Das war es eigentlich soweit. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Scheint eine Erstausgabe zu sein. Mit Comics kann ich persönlich nichts anfangen. Wirklich absolut nichts. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Comic gelesen. Ich glaube einmal was von Bart Simpson, aber sonst nie wirklich. Aber ich denke, da habe ich schon jemanden, der sich das